Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit mir, dem Fred. Heute eine etwas traurige Nachricht, denn ich verkünde meinen vorläufigen Abschied aus der CWL. Also bevor jetzt wieder einige rumheulen, nee, du hast ja gesagt, das ist ein Rücktritt und das ist das Ende und so weiter. Nein, lass mich das mal eben ganz kurz für euch erklären, wie das Ganze aussieht. Also, ich werde vorläufig nicht an der CWL teilnehmen mit dem 12er-Account in meinem normalen Clan, weil ich einfach gemerkt habe, dass mir, es fehlt mir aktuell komplett die Motivation dazu und ich werde dadurch, wenn ich so halb motiviert angreife oder halb motiviert teilnehme, dann tue ich weder mir noch dem Clan einen Gefallen und das will ich nicht. Ich will da niemanden, mit reinreißen, will durch die schlechten Leistungen vor allem da niemanden enttäuschen. Und deswegen habe ich mir gedacht, solange bis ich das mal auf die Kette bekomme, solange bis die Motivation wieder da ist, werde ich auf jeden Fall mit dem 12er-Account keine CWL mehr machen. Und das hat aber in keiner Weise Auswirkungen auf den 11er-Account und auch in keiner Weise Auswirkungen auf diesen Account. Wir machen jetzt gleich erstmal noch unseren CWL-Angriff mit diesem Account. Ich wollte das nur mal einmal sagen. Und es hat auch keine Auswirkungen auf die normalen Kriege. Es hat keine Auswirkungen auf diesen Community-Clan, den ich bald wieder öffne. Allerdings, wie gesagt, ich muss. Also, es gibt ja zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, die Motivation kommt wieder, dann muss ich erstmal mir angucken, wie kann ich angreifen, was sind gute Taktiken, wie mache ich das, wie stelle ich das am besten an und dann kriege ich vielleicht den Arsch hoch und greife wieder in der CWL gescheit an. Möglichkeit 2, die Motivation in der CWL kommt jetzt zumindest mit dem Rathaus 12er Account erstmal nicht wieder, dann mache ich halt keine. Dann mache ich halt mit dem Account keine CWL mehr. Ganz einfache Kiste. Und jetzt gucken wir mal nach. Wen können wir angreifen? Das ist so, Alter, was ist denn das für Gegner? Wir müssen unbedingt absteigen. Wir müssen ganz, 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 ganz dringend absteigen, weil wir sonst überhaupt keine Chance haben. Wir werden noch absteigen. Das ist auch gut so, auch wenn es mir ein bisschen leid tut für die Leute, aber ihr seht das ja jetzt. Ich habe einen 11er als Gegenüber. Ich kann maximal jetzt noch die 27 angreifen. Das ist aber auch, ach komm. Ja, ist auch ein 10er. Hat auch Inferno-Türme. Ich meine, was soll ich da machen? Was soll ich jetzt hier tun? Wenn die 30 jetzt auch Infernos hat, ja, das war's. Dann können wir wohl nichts Gescheites machen in dieser CWL. Tut mir ein bisschen leid für die Leute, aber bleibt mir nichts anderes übrig. Aber ich wollte das halt einmal, was das halt angeht, offen und ehrlich kommunizieren. Nicht, dass ihr euch wundert, dass ich in der nächsten CWL vielleicht nicht selber angreife mit dem 12er-Account. Vielleicht berichte ich darüber. Aber, was richtig geil ist, wir haben in unserem Clan, in unserem The Return Clan, wir haben was richtig, richtig Geiles geplant. Eine richtig geile Aktion, die ist auch, glaube ich, das gab's schon mal, glaube ich, auf YouTube ein paar Mal. Aber wir haben das noch nie gemacht. Und da habe ich richtig Bock drauf. Und die Leute auch, wenn ich es ihnen sage, bisher habe ich das nur den Stellvertretern gesagt. Das wird richtig lustig. Und da könnt ihr euch auf jeden Fall schon auf was freuen. Das wird wahrscheinlich nach der CWL irgendwann sein. Direkt ein richtiger Spezial-CW. Werden wir noch drauf gucken. Und jetzt werden wir unsere Aufgabe erfüllen. Werden wir ordentlich failen, würde ich sagen. Holen jetzt hier vielleicht einen Stern. Oh, das ist auch blöd, weil der beide Feger nicht parallel hat. Also beziehungsweise schon parallel, aber nicht gerade stehend. Dann muss ich mir einen anderen raussuchen. Bleibt ja kaum noch was übrig. Komm, Adlerdev. Oh, Alter. Alter, ich habe doch keine Chance. Ich kann gar nichts machen. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Soll ich den Heldentrank benutzen? Ich kann den Trank nicht benutzen, den Machttrank. Warte mal, kann ich den Machttrank benutzen? Bringt der mir was? Nein, der bringt mir nichts. Boah, ich kann gar nichts machen. Ich bin echt am Überlegen, aber mir fällt nichts ein. Ich habe 1er Freeze, das bringt mir auch nichts. Hey, da muss ich durch. Wir müssen es jetzt einfach mal riskieren. Ich kann meine Helden. Ja, komm, ich nimm mal den Trank, aber im Endeffekt wird er mir nichts bringen. Jetzt habe ich 21er Helden. Das wird einfach ein riesiger Reinfall. Ich will allerdings mein Team auch nicht im Stich lassen und jetzt meinen Angriff nicht machen. Deswegen, wir müssen es ja irgendwie versuchen. Ich habe klassisch Lavalunien ausgebildet, weil ich das als letztes Mal als sehr gute Taktik empfunden habe. Ja, und dann werden wir jetzt mal sehen, was wir hinbekommen. Ich greife von oben an. Er hat ein Single, ein Multi. Das wird definitiv. Ich glaube, das wird einer der größten Reinfälle meiner Clash of Clans Laufbahn werden. Aber vielleicht auch ganz lustig. So. 1, 2, 3. Freezel.
Dann ein Aho, geil. Er hat schön was in der Klarenburg drin. Single Inferno und den muss ich auch mal freezeln. Oh, haben wir schon ordentlich was geholt. 27% schon. Hui, das geht aber ab. 27%, 28%. Werde ich natürlich niemals schaffen, jetzt hier noch irgendwas zu holen. Das ist echt geil. Wir sind viel zu hoch. Wir sind viel zu hoch. Ja. Und wie kriege ich jetzt noch 50% hin? Da hat sich ja der Heldentrank auf jeden Fall gelohnt. Wie kriege ich jetzt noch 50% hin? Mit meinem Level 21er Helden. Das macht Spaß. Das macht Freude. Vielleicht mit etwas Glück kriegen wir noch so 40%. Jetzt kommt ja erstmal der Elektrodrache. Oh, Queen, kümmere dich drum bitte. Ich musste sie ja gerade schon mal zünden, sonst wäre das ja voll in die Hose gegangen. König ist noch da. Queen ist noch da. 38%. Yes, wir kriegen die 40%. Wir kriegen die 40% tatsächlich hin. Yes, 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 yes. Komm, schnapp dir noch den Tesla. Schnapp, nein, schaff nicht mehr. 44. Oh ja. Am Ende? Wir waren sogar halbwegs noch dran am Stand. Ich meine, ich musste angreifen. Ich will die Leute nicht enttäuschen. Deswegen, es ist lachhaft, dass es so große Unterschiede sind. Weil wenn man sich den, warte mal, wir haben, ein paar Krieger haben wir echt knapp verloren. 43 zu 51, das geht noch. Das geht noch. Warte. 42 Sterne, das war nicht so knapp. Mal gucken, was da sonst noch so ist. Er zum Beispiel. 51 zu 55 war schon relativ knapp. Und dieser Clan ist einfach, wir sind eine Liga zu hoch. Und der Clan ist mindestens eine zu tief. Mindestens. Mindestens eine zu tief. Das bedeutet, zwischen uns und dem Gegner-Clan sind mindestens zwei Ligen Unterschied. Mindestens. Wenn nicht sogar drei. Ach, gegen so einen keine Chance. Gegen den Elfer. Nee, da war ein Elfer. Hat zwar keine Art der Def, aber die Luftabwehr. Ich kann auch hier nur mit Luft angreifen. Ich habe ja sonst nicht viel Möglichkeiten jetzt als Neuner. Aber lass uns dadurch jetzt nicht entmutigen. Wir haben nämlich noch einiges zu tun. Und zwar werden wir noch ein paar Mauern machen. Die müssen natürlich fertig werden. Ich werde ja eh erstmal alles maxen hier. Also ich werde sowieso erstmal alles maxen hier in diesem Account. In aller Ruhe. Ich habe absolut keine Hektik. Wir müssen noch ein bisschen sammeln. Und zwar 70.000. Und dann müssen wir mal gucken, was wir upgraden. Ich würde fast schon sagen, erstmal den Golem und dann noch die Valkyrie als letztes. Aber erstmal der Golem. Kurzer Cut. Wir müssen noch ein bisschen angreifen. Bis gleich. Alles klar, Leute. Er hat einen Inferno-Turm. Das dürfen wir jetzt mal nicht unterschätzen. Aber wir haben doch die 21er Helden. Und das sollte, denke ich mal, funktionieren. Auch wenn wir jetzt hier nicht... Wir werden jetzt nicht komplett alles kriegen, was wir brauchen. Wir brauchen ja 2600 Dunkles brauchen wir für unseren Golem im Labor. Das ist natürlich jetzt noch nicht das, was wir jetzt kriegen. Aber fast. Aber fast. Moment. So. Ich habe keine Clanburg. Komm, alle da drauf. Den Inferno-Turm mal einmal gefrieselt, bitte. Der Level 1. Oh mein Gott, der Level 1. Freeze ist einfach so lachhaft. Okay, er hatte ein paar Bogies in der Clanburg. Kriegen wir den Stern? Kriegen wir den Stern? Ich glaube schon. Es ist noch so viel Gold da. Wo ist das ganze Gold? Ist das alles da unten drin? Hätte ich mal besser darauf geachtet. Dann wäre ich nach unten hingeflogen. Oben lebt auf jeden Fall die Queen noch. Oh ja, wir kriegen kaum Dunkles, aber da ist so... Oh, wieder so ein Mauerbauarbeiter. Seht ihr das hier? Wieder so ein Meister-Mauermacher. Meister-Mauermacher. Ich glaube, das nenne ich so. Meister-Mauermacher. Level 6, Level 7, Level... Warte mal, Level 8? Level 8 Mauer? Emre, hast du Level 8? Ah, das ist doch Level 8. Level 9, Level 10. Ja, alles da. Oh, das Gold kriegen wir doch noch ein bisschen was. Jetzt haben wir 68.500. 1.500 fehlen uns noch. Es ist so wenig. Ein bisschen kriegen wir gleich noch durch den... Nee, wir kriegen nichts durch den Sternenbonus. Ich bin ja nicht in Kristall. Ich bin erst in Gold. Bedeutet, wir kriegen kein Dunkles durch den Sternenbonus. Aber okay. Um nochmal zurückzukommen zu dem Thema eben, dass ich jetzt erst einmal den Rücktritt mache aus der CWL. Was natürlich eigentlich dafür spricht, um wieder die Motivation zu sammeln, sich mal wieder mit den Taktiken zu beschäftigen, ist die Tatsache, dass ich ja jetzt maxed bin bald in dem 12er-Account. Und wenn man maxed ist, dann kann man das Nachtdorf spielen, klar, aber das Nachtdorf kannst du nicht den ganzen Tag spielen. Was du aber machen kannst,
Du kannst noch dich natürlich mit den Taktiken befassen. Wir müssen halt, ich will halt nichts versprechen. Ich weiß auch nicht, ob sich so viele von euch da unbedingt für interessieren. Ich weiß, dass auch die meisten von euch einfach so wie ich Spaß am Spiel haben, ein bisschen was ausbauen wollen, ein bisschen CW machen wollen, Clan-Spiele machen wollen, sich hier die Belohnung schnappen wollen und so weiter und so fort. Und das ist ja im Endeffekt der springende Punkt an diesem Spiel, dass du so viele Möglichkeiten hast, hier was zu machen. Wenn ich jetzt sage, ich habe mal für einen Moment keinen Bock auf die CWL, zumindest mit dem einen Account, tja, dann ist das so. Dann mache ich das halt nicht. Egal, Arschlecken. Das ist das Geile bei Clash of Clans, ne? Das ist einfach das Geile. Deswegen ist das Spiel auch so gut. Und jetzt holen wir uns, auf der einen Seite holen wir uns jetzt mal den Schmetterer, auf der anderen Seite holen wir uns jetzt nochmal die Bömpken. Und wenn wir das haben, wenn wir das beides haben. Ah, stimmt, ich habe die Kampfmaschine jetzt hier geboostet. Zum ersten Mal kann ich ja jetzt hier mit der Kampfmaschine richtig was abreißen. Zumindest kann ich sie jetzt hier mal einmal zünden. Dank des Trankes. So, da oben noch einen drauf. Yes, zum ersten Mal kann ich sie hier zünden. Das ist perfekt. Bedeutet, wir werden den Stern auf jeden Fall kriegen. Das ist ja das, was ich haben möchte. Den einen Stern für den Silberpass. Für die Saisonherausforderung. Da müssen wir gleich unbedingt noch die 1500 Dunkles farmen. Mal gucken, ob Marble noch angreift. Er hat eben angefordert im Chat. Ich bin mal gespannt. Wäre natürlich geil, wenn er noch seinen CWL-Angriff machen würde. Ja. Luft, da wäre noch kaputt. Bitte, schnell. Aber wir haben den Stern gleich. Oh, ich kann nochmal zünden gleich. Komm, gib mir die Kampfmaschine noch einmal. Yes. Jetzt ist nämlich die Luftabwehr in der Mitte weg. Jetzt haben wir zumindest, wir werden wahrscheinlich keine zwei Sterne holen, aber zumindest einen haben wir jetzt ja schon mal. Und das ist so Minimalziele schon mal erreicht. Hohe Prozente. Reicht auf jeden Fall für den Silberpass, reicht's aus. Oh, wir kriegen die zwei Sterne. Ich sag euch auch warum. Weil der Brutzler nicht so weit kommt. Das wird ein richtig guter Angriff. Glück gehabt. Glücklich, aber es hat im Endeffekt hat es gereicht. Und die sind sogar noch weit genug auseinander, damit sie beide noch wütend sind. Perfekt. Ja, das reicht jetzt nicht mehr. Wir werden noch die eine Kanone kriegen wir noch. Die andere Kanone kriegen wir wahrscheinlich nicht mehr. Da ist der Brutzler dann schon im Weg. Aber insgesamt sehr zufriedenstellend. Ich weiß ja nicht, wie viele Trefferpunkte das Baby noch hat. Ich glaube, es hatte wenig. Ja, hatte es. Reicht aber noch. 89%. Mehr sogar noch. Über 90%. Ey, gegen D7. Omi, -999 muss das reichen. Das muss einfach reichen. 92%. Mal richtig einen weggehauen, komm. Yes. No, 0%. Hat nicht mal angegriffen. Aber guck mal drauf. Es fehlt ja noch ein bisschen, was habe ich gesagt. Und zwar ein bisschen fehlt noch für die 70.000. Ich suche einen Gegner raus. Wir haben Clan-Truppen, wir haben Zauber, wir haben den Heldentrank. Alles ready. Kurzer Cut. Und bis gleich. Okay. Elva Base inaktiv. Also sieht lustig aus. Sieht sehr lustig aus. Hat eine Adler-Dev. Ist vielleicht gut, wenn wir sie kriegen würden, die Adler-Dev. Dann könnte ich mir ein bisschen was für die Quest holen. Für die Adler-Dev-Zerstörungsquest. Müssen wir aber mal gucken. Reicht das schon aus? Okay, wir brauchen... Okay, zwei davon für den Turm. Da ist auch noch ein Turm. Da brauchen wir zwei an der Stelle. Oh, nee, da brauchen wir noch einen. Er hat sogar Fallen gehabt, oder? Hat er sogar Fallen? Nein, geht doch kaputt. So. Da oben setzen wir schon mal unsere Helden hin. Und gucken jetzt schon mal, wo wir was holen können. Da ist auf jeden Fall schon mal ein Bohrer, den will ich natürlich haben. Da oben ist auch ein Bohrer. Den ich ganz gerne noch hätte. Zauber, schnell. Komm, mach die Queen. Wir brauchen ja nicht ganz so viel. Ich möchte natürlich die Loot auch gerne mitnehmen. So, Feger sind... Okay, die Feger sind da und da. Zack. Einmal Luftabwehr gefrieselt. Die will ich natürlich mal eben schnell wegholen. Oh, schnell zünden. Okay, Luftabwehr ist weg. Tesla ist jetzt gleich auch weg. Wir kümmern uns mal eben um den König. Da ist noch was. Da ist noch was. Da oben ist noch einer. Da ist noch was. Es muss reichen. Das muss einfach reichen. Okay, jetzt haben wir 69.600 Dunkles. Ein bisschen brauchen wir noch. Ich bin aber auch viel zu tief. Ich bin viel zu tief von der Liga, um gescheit Dunkles zu farmen. Wir müssen unbedingt noch höher gehen. Aber wir haben sie. Wir haben die 70.000. Aber ich will eigentlich noch ganz gerne... Nein, der Wutzauber war natürlich mega schlecht. Der war einfach nur mega.
Kacke, der Wutzauber, der hat natürlich jetzt hier gar nichts gebracht. Ich würde ganz gerne die Adler-Dev noch haben. Schnell, ich will die Adler-Dev noch, um jeden Preis. Nein, der fliegt falsch, aber die oben fliegen vielleicht gescheit. Ich musste es noch riskieren, ich will die Adler-Dev um den kaputt haben. Für die Quest. Komm, für die Quest. Holt euch noch die Adler-Dev. Sie holen sie sich. Ein Glück. Ein Glück. Ich weiß nicht genau, wie viel mir da noch fehlen, aber ich weiß, da gibt es immer relativ gut Juwelen für. Und deswegen darf ich das jetzt nicht wegschenken. Okay, da unten ist der kaputt. Nee, noch nicht. Der kleine Künstler, der kleine Überlebenskünstler hat sich nochmal. Hat es nochmal geschafft? Ich weiß ja nicht, ob wir das Rathaus noch kriegen. Ich vermute eher nicht. Auch wenn wir eigentlich nur noch die Bogentürme haben, aber die sind böse. Die sind ganz böse gegen meine Drachen. Okay, wir geben auf. So. Punktlandung und wir haben es geschafft. Oh, sogar noch 600 bekommen, das ist gut. Und jetzt können wir endlich den Golem an 5 Tage. Ich habe auch noch einen Trank. Ich werde auf jeden Fall, oh, wir haben sogar 2. Ich werde definitiv kein Buch oder keinen Hammer benutzen dafür. Es macht keinen Sinn. Ich brauche jetzt nicht so schnell das fertig zu machen. Wir haben jetzt, wie gesagt, die 2 Tränke reingeschmissen, das ist okay. Aber wir brauchen es ja nicht zu übertreiben jetzt damit. Und ich wollte ja noch gucken, wie es aussieht. Bei der Quest für die Adler-Devs. Quest für die Adler-Devs. Reimt sich sogar. Mal gucken. Schupp. Goldjagd. Imperiumsgründer. Mauermeister. Kriegsherrscher. Anti. Artillery. 8 von 20. Alter, das hat sich ja doch schon gelohnt. Dann sind es nur noch 12. Dann kriegen wir 150 Juwelen. Und dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Schaltet wieder ein. Danke, dass ihr dabei wart. Schönen Start in die Woche noch. Guckt in die Beschreibung. Abonniert den Kanal und macht's gut. Tschüss.